Nachdem viele Jahre nichts Nennenswertes mehr an schönen Schiffsmodellbausätzen auf den Markt gekommen war, war die Präsentation der St. George von der tschechischen Firma Hacker auf der Nürnberger Spielwarenmesse 2017 ein wahres Highlight. Endlich mal wieder ein großes, detailliertes, stattliches Modell. Ein Patrouillenboot für den australischen Küstenschutz, die seit 2013 von der australischen Austal-Werft gebaut werden. Im Maßstab 1:48 wird das Modell somit 1,20 Meter lang. Die dafür benötigten Bauteile sind montagefertig vorbereitet. Aus Sperrholz und Kunststoff ist alles CNC genau geschnitten, gefräst oder gelasert. Das passt! Bald sind Rumpf und Holzgerüst soweit, dass die Montage stattfinden kann. Jetzt bekommt der Rumpf seine Stabilität. Die Wellen sind nicht schlecht. Wer jedoch viel damit fahren will, sollte bessere Wellen, nämlich wasserdichte, einbauen. Das gilt auch für die Ruderkoker. Die Teile des Beschlagsatzes sind präzise und passgenau. Mast und Schornsteine lassen sich zügig aus den ABS-Teilen zusammensetzen. Die hohe Passgenauigkeit macht große Freude. Nicht so prickelnd fanden wir die Oberflächengüte der aus Polyamid im 3D-Druck gefertigten Beschlagteile. Sehr rau und stufig. Und da aus Polyamid ist da nichts mit Schleifen zu beheben. Der Hersteller schlägt vor, alle Bauteile dick mit einem Füller zu lackieren. In der Tat beinhaltet der Baukasten viele tolle Beschlagteile. Aber besonders für diejenigen, die auch an Standbewertungen teilnehmen wollen, sei ein prüfender Blick auf diese Problemteile empfohlen. Wer das Modell als Funktions- und Fahrmodell einsetzen möchte, für den ist diese Problematik sicher nicht relevant. Unglaubliche Teilevielfalt und gute Detaillierung bedeutet aber auch, ein Schnellbaukasten ist das nicht. Denn unzählige Rehlinge, Handläufe, Geländer müssen einzeln hergestellt werden. Für all diese Teile liegen Holzschablonen bei, auf denen lassen sich die abgelenkten Messingdrähte fixieren und verlöten. Aber das dauert. Dafür muss die Passgenauigkeit ausgesprochen lobend erwähnt werden. Wenn es denn an die Endmontage geht, dann passt alles, sowas von exakt. Eine Freude, auf der Ausrüstungspier zu arbeiten. So gehen die Stunden dahin. Rehlinge pflanzen, Handläufe ansetzen, Treppen und Leitern an die Positionen kleben. Stück für Stück. Und die Optik des Modells wird mit jeder Stunde schöner. Scheinwerfer, Radare, eindrucksvolle Kräne, viele Rettungsmittel detaillieren die St. George. Wenn St. George dann fertig auf dem Tisch steht oder wenn sie mal einen Meter vom Ufer abgelegt hat, wirkt die üppige Detaillierung und das schicke Outfit. Und das hat schon was. Bevor ich es vergesse, die Cup St. George geht ab wie Sau. Ein Fahrmodell vom Feinsten, mit einem tollen Fahrverhalten. Spaß pur.
Für einen geeigneten Antrieb haben wir zuerst die Propulsionsberechnung durchgeführt. In Kürze. Das Modell im Maßstab 1 zu 48 ist 1,20 Meter lang, 21 cm breit und soll nur 6,2 cm Tiefgang haben. Das Gewicht wird bei 6,5 Kilo liegen. Das Original hat rund 5000 kW und läuft damit 25 Knoten. Im Modellmaßstab soll eine Geschwindigkeit von 1,9 Metern pro Sekunde erreicht werden, dann baut sich nach Fraud das passende Wellenbild auf. Diese Geschwindigkeit kann mit rund 40 bis 45 Watt Antriebsleistung pro Motor erreicht werden. Im 12-Volt-Netz werden somit also pro Motor etwa 3 bis 4 Ampere fließen. Soweit die Berechnung. Das hat sich später auch in der Praxis exakt so bestätigt. Die Wahl der Antriebe fiel dann auf die D-Power Brushless Motoren mit den dazu passenden Reglern von Dercom. Es wurden 3 Decks eingezogen. Darauf sind Empfänger, Empfängerakku und der Regler für die Bugstrahler mit Klettband fixiert. Die größeren Regler der Antriebsmotoren, die auch wassergekühlt sind, sind solide mit Kabelbindern befestigt. Die ganze RC-Technik ist also recht hoch im Rumpf platziert. Das schützt sie vor eventuell eingedrungenem Wasser. Dann sind, wie üblich, alle Stromkreise abgesichert. Die Fahrmotoren mit 10 Ampere und der Bugstrahler mit 3 Ampere Sicherung vom Typ Träge. Um den Strom messen zu können und um bessere Transportsicherheit zu erreichen, läuft alles über einen Kurzschlussstecker. Ist der gezogen, ist alles tot. Die Verkabelung verläuft getrennt. An Steuerbord alle Steuerleitungen, an Backbord alle Leistungsleitungen. Das vermeidet Störungen. Das Bugstrahlruder. Im Nachhinein denke ich, ich würde es so nicht nochmal einbauen. Die Wirkung dieses unterschlächtigen Wasserrades ist eher mäßig. Der Lärm des Getriebeantriebes dafür umso heftiger. Der Motor zieht ca. 1,6 Ampere. Die feste Verbindung zum Rumpf überträgt den Lärm auf den ganzen Resonanzkörper des Rumpfes. Das scheppert. Dann haben wir beidseitig Löcher von 40 x 20 mm direkt im Anströmbereich des Bugs. Das wirkt sich nicht wirklich positiv auf die Hydrodynamik des schnittigen Rumpfes aus. Direkt in dieser Anströmung Löcher groß wie Scheunentore. Das kostet Fahrt. Wir können ja die Antriebsmotoren separat steuern. Damit kann man auch auf der Stelle drehen oder von der Pier ablegen. Die Brushless-Motoren sind feinmechanische Leckerbissen. Die D-Power AL3542-7 sind Maschinchen, wie man sie sich wünscht. Klein, leistungsstark und unkaputtbar. Selbst lange Fahrzeit mit voller Leistung ließ sie gerade mal 52 Grad warm werden. Mit den vorgesehenen 5-Blatt-Propellern ziehen sie ca. 6 Ampere bei Volllast. Also eine sehr geeignete Kombination für den Energiebedarf der St. George. Dabei werden sie ja nur im Teillastbereich betrieben. Die Motoren sind für Ströme bis 25 Ampere ausgelegt. Auch die passenden Brushless-Regler vom Typ Wave Brushless 45A SBES sind absolut top für dieses Antriebskonzept. Sie haben integrierte Wasserkühlung und vertragen die zu regelnden Ströme mit Leichtigkeit. Sie sind für Ströme bis 45 Ampere konzipiert. Wir verwenden übliche NIMH-Akkus mit 10 Zellen, also 12 Volt und 5 Amperestunden. Es gibt Plätze für 1 bis 3 Akkus, man kann also mit einem, mit 2 oder mit 3 Akkus in See stechen, entsprechend der gewünschten Seeausdauer.
Die einem Baukasten beiliegenden Wellen sind immer einfacher Natur. Viele bauen Modelle ja nur bis zum Standmodell. So sind auch diese nicht wirklich feinmechanische Sahnestückchen. Es werden 3 mm Wellen verwendet, die in einfachen Lagern laufen. Jeder Motor gibt knapp 80 Watt auf diese 3 mm Wellen. Wenn man da einen treibenden Ast erwischt oder gar in Grundberührung kommt, wickeln sich die Wellen zum Korkenzieher. Eine 4 mm VA-Welle in Sinterbronze gelagert und auf jeden Fall eine vernünftige Abdichtung durch Lipring hätte meine Begeisterung deutlich gesteigert. Die erste Fahrerprobung war ein Erlebnis. Da kam purer Fahrspaß auf. Das rappelnde Bugstrahlruder blieb ausgeschaltet. Ablegen nach guter Marinemanier mit Backbord kleine vor und Steuerbord kleine zurück. Die Kap St. George dreht auf dem Teller von der Pier weg. Dann die Fahrhebel langsam auf den Tisch. Und das Modell braust davon. Das Fahren ist wie Zerstörerfahren. Das flache Heck zieht sich bis auf Seeniveau und tiefer rein. Wellen laufen voll übers Heck. Also ganz wichtig, absolute Abdichtung der großen Heckklappe. Der schnittige Rumpf macht keinen Gleiter daraus. Das Fahrbild entspricht dem des Verdrängers, also vorbildlich. Sie läuft stabil in Kurven. Schon toll, keine Frage. Das Fahren mit der Kap macht richtig Laune. Die Fahrzeit ist dank der hochqualitativen Brushless-Motoren mit sehr gutem Wirkungsgrad sehr erfreulich. Mit 2 Akkus, also 12 Volt und 10 Amperestunden im Bauch, kann man rund 40 Minuten Vollgas fahren. Bei normalem Fahrverhalten ist man damit locker 2 Stunden und länger auf dem See aktiv. Es wäre also wirklich schade, wenn man die Kap St. George nur als Standmodell bauen würde. Es ist ein optisch sehr ansprechendes, interessantes Modell. Es ist darüber hinaus aber unbedingt ein faszinierendes Fahrmodell mit hervorragenden Seeeigenschaften. Natürlich, wie wohl bei jedem Baukastenmodell, mit Möglichkeiten zur Verbesserung. Aber auch schon mit der Baukastenausführung wird man viel Spaß an und mit der Kap St. George haben. Da bin ich mir sicher.